Als Gründer der S-IMMO blicke ich auf mehr als 30 und ich muss sagen erfolgreiche Jahre zurück. Aber ich blicke nicht nur zurück, ich blicke mit dieser Erfahrung auch sehr zuversichtlich in die Zukunft. Der Erfolgsfaktor von S-IMMO ist die Stabilität und die kontinuierliche Arbeit an unseren Immobilien. Es ist uns im Jahr 2018 gelungen, den inneren Wert auf einen Rekordwert von 21,25 € zu steigern. Das ist für die Aktionäre sehr interessant. Wir haben ein Ergebnis je Aktie von 3,08 €. Das heißt ein KGV von circa 6. Und für eine Immobiliengesellschaft ganz wichtig, der sogenannte FFO1, also das, was man Cash netto verdient hat, 92 Cent die Aktie. Und dieses schöne Ergebnis ermöglicht eine Ausschüttung von 70 Cent auf die Aktie. Also wir investieren im Speckgürtel Berlins deshalb, weil Berlin in der Entwicklung im Vergleich zu anderen Städten, etwa München, Hamburg und da rede ich gar nicht von so Städten wie London oder Paris, doch deutlich hinterherhinkt und wir dort Möglichkeiten finden, die es woanders nicht mehr gibt. Erfahrung und Gespür gehören zum Geschäft dazu. Man braucht aber auch, und das ist ganz wichtig, die sorgfältige Analyse. Gespür allein ist eine Sache, das ist wichtig, aber man muss die Dinge, die man spürt, dann auch handfest und an Zahlen überprüfen. Meine Vision von der S-IMMO ist ein Weitergehen des jetzigen Wachstumspfades mit weiter steigenden Cash-Erträgen, Ergebnissen und einer starken Stellung in Deutschland und Zentraleuropa.